Hallo und ganz herzlich willkommen zur Welt am Abend. Es ist Punkt 18 Uhr an diesem Montag und Alexander, Simon und ich freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen. In jedem Fall, und das sind unsere Top-Themen heute für Sie, liebe Zuschauer. Während der Kanzler noch zögert, hat Bundesfinanzminister Lindner bei seinem Besuch in Kiew Sympathie für eine Abgabe von Marschflugkörpern des Typs Taurus geäußert. Die Ukraine dürfe diesen Krieg nicht verlieren, sagt er. Und Bundeskanzler Scholz setzt unterdessen seine Sommertour fort mit Wohlfühlterminen am See und bei Sportvereinen. Probleme wie die schwächelnde Konjunktur oder die erstarkende AfD scheinen unterwegs kein Thema zu sein. Das Bundeskabinett will in der kommenden Woche über die Gesetzespläne zur Legalisierung von Cannabis beraten, genau genommen am Mittwoch. Während viele die gesundheitlichen Auswirkungen anmahnen, sorgen sich andere um die Umsetzung, die eine Flut an Bürokratie nach sich zieht. Die Welt am Abend mit Franka Lehfeld und Alexander Simon. Und wir begrüßen Sie noch einmal ganz herzlich. Ja, die Debatte rund um weitere Waffenlieferungen nimmt hierzulande, man muss ja schon sagen, wieder mal Fahrt auf. Dieses Mal im Fokus der Marschflugkörper Taurus deutscher Bauart mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern. Doch während andere Länder wie beispielsweise Großbritannien seit Monaten vergleichbare Systeme liefern, hat die deutsche Bundesregierung mal wieder keine geeinte Position. Grüne und FDP fordern die Lieferung. Der Bundeskanzler hingegen betont, Deutschland werde es sich weiter schwer machen in der Abwägung der Waffenlieferungen. Und so stand heute ein deutscher Finanzminister in Kiew, der keine klare Botschaft aus Berlin im Gepäck hatte und der vom ukrainischen Präsidenten nicht empfangen wurde.